Auch schönen guten Abend von meiner Seite. Erstmal danke an die OSPG für die Einladung. Es ist mir immer wieder eine Freude und eine Ehre, wenn ich zu diesem Thema etwas vortragen darf. Auch vielen Dank für die netten einleitenden Worte an den Hermann Mückler. Ja, ganz kurz zu meiner Person, wurde eh schon einiges erwähnt, aber ich bin als ich damals auf der Suche nach einem Thema für meine Diplomarbeit war, bin ich zufällig auf das Thema Völkerschauen gestoßen, habe dann mir eine Völkerschau 1883, 1884 von Köln-Mücken ausgesucht, die ich bearbeiten wollte, und bin zum Dr. Hermann Mückler gegangen und habe ihn gefragt, ob er das nicht betreuen möchte. Er hat zum Glück ja gesagt, obwohl er eh schon genug zu tun hatte. Ich habe dann meine Diplomarbeit darüber geschrieben und habe im Zuge dessen einfach ein paar Postkarten erstanden, einfach nur um mein Diplom zu illustrieren. Umso mehr ich mich in das Thema vertieft habe und über Völkerschauen eingelesen habe, umso mehr hat mich das Thema fasziniert. Und ich komme aus einer Sammlerfamilie und dementsprechend habe ich einfach nie aufgehört, Objekte zu sammeln, also Postkarten, Fotografien, Illustrationen zum Thema Völkerschauen, und habe einfach auch weiter mich fortgebildet und auch nach dem Abschluss meiner Diplomarbeit einfach weiter gelesen, weiter geforscht. Und ein paar Jahre später hat mich ein guter Freund darauf angesprochen: Ja, was machst du denn mit diesem ganzen Zeug? Wo sind diese Objekte? Und ich habe gesagt: Ja, bei mir im Kasten. Und er hat immer das auch fürchterlich schade, wenn so viele Objekte einfach nur im Kasten liegen, und hat gemeint, ich sollte doch was damit tun. Wusste nicht, was ich damit tun soll. Er hat gemeint: Ja, einfach mach doch ein Online-Archiv. Er ist Programmierer und hat mir dabei geholfen, und seitdem, seit über 10 Jahren, ist jetzt mittlerweile mein Online-Archiv mit über 4000 Fotografien, Illustrationen und Postkarten zum Thema Völkerschauen international, also global, online. Ja, jetzt zum heutigen Vortrag. Wie gesagt, ich habe mich mit Völkerschauen auf der ganzen Welt beschäftigt, nicht speziell mit den Völkerschauen aus Ozeanien, aber ich werde heute Abend zuerst einmal ein paar einführende Worte über Völkerschauen allgemein, um dieses Phänomen an Sie wenden, und dann exemplarisch auf ein paar Völkerschauen aus dem ozeanischen Raum eingehen. Aufgrund der regionalen Einschränkung der OSBG habe ich australische Völkerschauen nicht eingeschlossen in meinen Vortrag, sondern beschränke mich auf das insulare Ozeanien. Ja, dann werde ich mal meine PowerPoint-Präsentation starten. Ich hoffe, es funktioniert. So, ich hoffe, Sie sehen alle jetzt den Bildschirm. Von Südseeschönheiten und Menschenfressern, Völkerschauen aus Ozeanien. Das ist ein etwas reißerischer Titel, aber es gibt schon einen kleinen Eindruck, wohin es gehen wird. Natürlich wurden diese Völkerschauen anhand von Klischees inszeniert, und Samoanerinnen und weitere Ozeanier, die zur Schau gestellt wurden, wurden entweder als Südseeschönheiten oder als Kannibalen oder Menschenfresser dargestellt. So, zum Thema Völkerschauen allgemein. Mal einführend ein paar Eckdaten. Und zwar, wann spricht man, oder machen wir so, bevor man über die Eckdaten sprechen: Was waren Völkerschauen oder was versteht man unter Völkerschauen? Unter Völkerschauen versteht man im engeren Begriff, spricht man von der Zuschaustellung von außereuropäischen Menschen in Europa und den USA größtenteils. Das heißt, westliche Organisatoren oder Manager, Unternehmer fuhren oder haben organisiert Gruppen aus der ganzen Welt und haben sie dann nach Europa und in die USA geholt, und haben dann sind dann mit denen durch die Städte getourt, haben dann bei diesen Aufführungen für das europäische Publikum, haben sie dann ihr vermeintlich traditionelles Leben
wurde dann reinszeniert und aufgeführt vor Publikum, das Eintritt bezahlt hat. Diesen Eckdaten. Wann? Man geht vor allem im deutschsprachigen Kontext, geht man vom Beginn des Phänomens der Völkerschauen ab 1875 aus. Bezieht sich auf die erste Völkerschau von Karl Hagenbeck, einem der wichtigsten Völkerschau-Organisatoren im deutschsprachigen Raum, der aber auch international agiert hat, also dessen Gruppen dann durch ganz Europa getourt sind. Und 1875 war, wie gesagt, die erste Völkerschau, die von ihm organisiert wurde. Die zweite Frage ist, wo haben diese Völkerschauen stattgefunden? Völkerschauen haben vor allem in Europa und in den USA stattgefunden. Es gibt auch einige, die in Japan stattgefunden haben und zum Teil auch bei Kolonialausstellungen, die in den Kolonien abgehalten wurden, wie zum Beispiel 1902 in Hanoi. Dann, wo wurden sie, also in welchen Räumlichkeiten wurden die Völkerschauen gezeigt? In Zoos oder Tiergärten, in Panoptiken, in Revue-Theatern und bei Kolonial- und anderen Ausstellungen. Da werde ich noch später etwas darauf eingehen, noch näher darauf eingehen. Wie viele Menschen hat dieses Phänomen betroffen? Hier die Zahlen stammen von Pascal Blanchard. Der ist ein französischer Wissenschaftler, er ist Leiter der französischen Research Group ACHAC, die sich mit der Kolonialgeschichte der französischen Kolonialgeschichte auseinandersetzt, und er hat oder sein Team haben hochgerechnet, wie viele Menschen denn über den gesamten Zeitraum von Völkerschauen zur Schau gestellt wurden, und Zahlen, die er da herausgefunden hat, sind wie gesagt, ca. 35.000 Menschen wurden aus der ganzen Welt rekrutiert und wurden dann in Völkerschauen zur Schau gestellt. Sein Team hat auch hochgerechnet, wie viele Menschen insgesamt oder wie viele diese Völkerschauen besucht haben. Hochgerechnet mindestens 1,4 Milliarden Menschen haben diese Völkerschauen besucht. Wie gesagt, er hat hochgerechnet die Besucherzahlen von großen Weltausstellungen und Kolonialausstellungen, bei denen Völkerschauen stattgefunden haben. Ja. Dann kommen wir noch kurz zur Terminologie Völkerschauen. Also der Begriff Völkerschauen ist in der heutigen wissenschaftlichen Welt etwas umstritten. Manche sagen, es ist ein zu lieblicher Begriff und man soll es doch etwas direkter formulieren. Und zwar soll man sagen Menschenzoos, weil das es besser trifft. Andere sagen wieder, Völkerschauen ist ein zu extremer Begriff. Man soll lieber von ethnografischen Ausstellungen sprechen. Ich persönlich ziehe den Begriff Völkerschau vor, denn meiner Meinung nach ist der Begriff ethnografische Ausstellung ist etwas zu brav und Menschenzoos finde ich zu extrem. In der Originalterminologie, was vor allem anfänglich wurden, die Gruppen als Karawanen, Truppen oder als Schaustellungen tituliert, und dann später ab den 1910er Jahren ist auch schon der Begriff Völkerschau aufgekommen. So, kurz zum Kontext von Völkerschauen. Wie gesagt, 1875 die erste Völkerschau im deutschsprachigen Raum. Wir befinden uns in einem Zeitraum, wo Imperialismus bzw. Kolonialismus am Tage ist, auch in einer Zeit, in der sich die Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin etabliert und zunehmend auch an Popularität gewinnt. Also es ist quasi en vogue, sich mit der Ethnologie zu befassen, und somit werden auch ethnografische Publikationen damals zu Bestsellern, und es ist auch ein Zeitalter, in dem leider in wissenschaftlich Rassismus durchaus von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen als eine wissenschaftliche Tatsache oder Haupttheorie gesehen wurde. Das heißt, es war ganz normal, und der Versuch, Menschen einzuteilen aufgrund ihrer Rassen, war damals ganz normal. Ja, ganz kurz auch noch, das ist für die sich mit Ozeanien beschäftigen, wohl nichts Neues. Die ersten beiden Ozeanier, die es nach Europa geschafft haben, sind diese beiden Herren, Autoro
der mit Bougainville zurück nach Paris reist und Mai oder O Mai, wie er in den damaligen Publikationen benannt wird, der mit James Cook zurück nach London reist. Beide wurden dann sehr bekannt und wurden auch immer wieder an die französischen oder britischen Königshöfe geholt und eingeladen, wurden ganz, ganz oft oder hatten viel Kontakt mit der Elite beider Länder und sind dann später wieder zurückgekehrt. Werden diese beiden Herren oder vor allem Omaye auch als Vorläufer der Völkerschau genannt. Würde ich jetzt nicht so nennen, da im engeren Sinne Völkerschauen Phänomene waren oder Aufführungen waren, die für die allgemeine Bevölkerung vorgesehen waren, wo Eintritt bezahlt wurde. Also Ahutobun und Mai zählen eher zu den weitläufigeren Vorläufern von Völkerschauen, nämlich die frühen Reisenden und Entdecker Europas haben von den Reisen immer wieder Indigene aus den Ländern oder entdeckten Ländern mit nach Europa gebracht. Und eher in diesen Bereich fallen Ahutoro und Omaye. Ja, im engeren Sinne, die Vorläufer sind die Jahrmärkte und sind die Schaustellungen. Für großes Publikum wurde da alles Mögliche geboten. Es wurde vor allem bei den Freakshows vorgegangen. Das heißt, umso exotischer, umso entstellter, umso mehr Publikum wurde angezogen. Das heißt, es gab da klassisch den großgewachsenen Mann, die schwere Frau oder die schwerste Frau der Welt, starke Männer, alle möglichen körperlichen und körperliche Behinderungen wurden aufgestellt und immer wieder dabei waren die sogenannten Kannibalen oder Menschenfresser. Wie Sie hier sehen können auf der Werbekarte für Palmose, wurde geworben für die lebenden Menschenfresser. Das ist noch sehr, sehr klassisch, exotistisch dargestellt. Es ist nicht klar, woher diese Menschen sind. Einfach nur exotische, furchteinflößende Attribute werden mit denen werden sie dargestellt, mit dem Nasenring, Baströckchen und Speer natürlich, da sie ja Menschenfresser sind und somit schwer bewaffnet sein müssen. Es geht dann weiter. Hier noch eine Postkarte, ca. 1910 auch von einem Jahrmarkt. Hier sieht man in der Mitte die Riesendame. Rechts von ihr sieht man dann einen Insulaner. Wird schon ein bisschen näher beschrieben, nicht mehr nur Kannibal, sondern ein Insulaner. Woher genau, wird noch nicht angesprochen oder beschrieben. Aber wieder furchteinflößend dargestellt, mit aufgerissenem Mund einer Keule in der Hand. Hier noch eine weitere Postkarte von einem Jahrmarkt. Hier wird schon näher beschrieben, nämlich in der Mitte hier sieht man einen Südsee-Insulaner. Also es wird immer konkreter beschrieben, woher die zur Schau gestellten sein sollen. Und auch hier noch spezifischer werden dann die Samoaner schon zur Schau gestellt. Natürlich bei diesen Jahrmärkten gibt es ein riesiges Problem, und zwar, dass da wurde oft die Authentizität der zur Schau gestellten Menschen angezweifelt vom Publikum und von der Presse. In der Schaustellerei wurde schon lange unterstellt, dass da sehr viel geschummelt wurde, und das wurde immer wieder auch thematisiert in Bezug auf die Schaustellung von unter Anführungszeichen exotischen Menschen, wie man hier zum Beispiel auf dieser schönen Postkarte sieht, wo zuerst die wilden Afrikaner oder Exoten auftreten und dann rechts sich abschminken, und man sieht, dass es eigentlich nur geschminkte Europäer sind. Später die Völkerschauen haben genau, um sich aus diesem Kontext der Schauspielerei
Und aus diesem Kontext der gefälschten oder vermeintlich gefälschten Wilden zur Schau gestellten zu distanzieren, haben sie sehr auch häufig den Kontakt mit Wissenschaftlern gesucht und mit wissenschaftlichen Institutionen, die dann die Menschen im Vorfeld auch der Völkerschauen oder der Tour untersucht haben und dann oft auch die Chance genutzt haben, diese Menschen zu untersuchen und haben dann in den Publikationen verifiziert oder angegeben, authentifiziert diese Gruppen. Das heißt, es wurde dann oft auch geworben in den Anzeigen, dass die So-und-So-Truppe von dem Wissenschaftler XY für authentisch geachtet wurde oder untersucht wurde und quasi das Gütesiegel des Wissenschaftlers somit erhalten hat. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, Völkerschauen im deutschsprachigen Raum. Es gibt zwei große Namen in Bezug auf Völkerschauen im deutschsprachigen Raum. Der erste ist Karl Hagenbeck Junior. Er wurde in Hamburg geboren, Sohn eines Fischhändlers. Schon mit sehr jungen Jahren, angeblich schon mit 14, hat er von seinem Vater einen Teil des Unternehmens übernommen, das sich mit dem Tierhandel beschäftigt hat. Damals in den 1860er Jahren haben die ersten großen zoologischen Gärten in Europa wurden eröffnet und haben natürlich ihre Zoos bestücken müssen mit Tieren. Somit hat Karl Hagenbeck dann sehr gutes Geschäft gemacht, denn nicht nur mussten sie erst bestücken, sondern leider sind damals auch viele Tiere verendet in den Tiergärten, da die Menschen noch nicht gewusst haben, wie man sie behandelt. Er hat dann immer weiter Tiere importiert und auf Anraten eines guten Freundes von Heinrich Leutemann angeblich hat Karl Hagenbeck dann 1875 eine Gruppe von Sami, also damals genannt Lappländer, mit nach Hamburg gebracht zur Betreuung einer Gruppe von Rentieren, die er damals importiert hat. Er hat dann diese Lappländer, heute genannt Sami, dann zur Schau gestellt und es wurde sehr gut angenommen vom Hamburger Publikum. Dann hat er begonnen, weitere Völkerschauen zu organisieren, ist durch seine guten Kontakte mit den zoologischen Gärten in ganz Europa, die er ja mit Tieren versorgt hatte, konnte er Aufführungsorte sichern, also Auftritte in diesen zoologischen Gärten sichern. Und wurde dann immer bekannter. 1907 hat er dann in Hamburg den Hagenbeckschen Tiergarten gegründet, den es bis heute gibt, der dann auch lange Aufführungsort war für tourende Gruppen. Zweiter wichtiger Name im deutschsprachigen Raum ist Markert, die Gebrüder Markert oder Marquardt. Fritz Marquardt wanderte aus schon 1887 nach Samoa, lebte dort für sehr viele Jahre. Immer wieder kehrte er zwar nach Deutschland zurück, war auch kurzfristig auch Polizeichef von Apia. Sein Bruder Karl Marquardt hat sich als Ethnologe versucht, hat Bücher publiziert, zum Beispiel über die Tätowierungen von Samoanern und Samoanerinnen. Hat dann gemeinsam mit seinem Bruder Völkerschauen organisiert, insgesamt drei aus Samoa, aber auch einige andere aus vor allem aus Afrika. Karl Marquardt hat dann auch mit Ethnographiker gehandelt. Ja, nochmal kurz zu den Aufführungsorten. Ganz, ganz häufig traten Völkerschauen in Tiergärten auf. Das klingt jetzt etwas fürchterlich aus der heutigen Sicht, warum wurden denn Menschen in Tiergärten ausgestellt? Es ist so, dass es dies wahrscheinlich nicht aufgrund der Tatsache war, dass man angenommen hat, dass die außereuropäischen Menschen den Tieren gleich waren, sondern Tiergärten waren einfach von infrastrukturell sehr, sehr gut geeignet für Völkerschauen.
Denn viele Völkerschauen haben auch, um noch ein größeres Publikum anzuziehen, auch Tiere inkludiert. Somit haben zum Beispiel die Kamückenvölkerschau haben Kamele mitgebracht und Fettsteißschafe. Afrikanische Gruppen hatten Kamele mit, Zebras, Vogelsträuße und so weiter. Das, natürlich brauchte man für solche Zielgruppen, und die indischen Völkerschauen hatten zum Beispiel auch Elefanten dabei und Zebus, um solche Tiere unterzubringen, und auch die Menschen brauchte man sich ein passendes Areal mit der passenden Infrastruktur. Tiergärten waren dafür sehr geeignet. Panoptiken, Panoptikum kein Begriff ist, kann man ungefähr vergleichen mit Madame Tussauds heute. Es gab Wachsfiguren-Kabinette, in denen berühmte Menschen zur Schau gestellt wurden, manchmal auch ethnografische Objekte, und viele dieser Panoptiken hatten auch einen Aufführungssaal, wo Musik und Konzerte aufgeführt wurden. Diese wurden auch immer wieder genutzt von Völkerschau-Organisatoren und natürlich dann Kolonialausstellungen und andere Ausstellungen. Hier ein paar Beispiele, eine Postkarte vom Dresdner Zoo, circa 1900. Da sieht man schon Gruß von der Völkerwiese, und ein paar Völkerschauen wurden abgebildet. Dass diese zoologische Garde und viele zoologischen Gärten haben so oft Völkerschauen veranstaltet, dass sie eigene Areale ihrer Tiergärten dann diesen Völkerschauen gewidmet haben. Wie in Dresden haben sie es Völkerwiese genannt. Links oben sehen Sie auch einen Samoana, der dort wahrscheinlich noch entweder mit Marker 1895 oder 1900 mit Marker aufgetreten ist. Und man sieht auch die Tiere, die bei den Völkerschauen immer mit dabei waren. Hier auch aus 1910 eine Einladung zum Abonnement, eine Jahreskarte für den Zoologischen Garten in Hamburg. Auf der Rückseite hier ein Ausschnitt. Wurde auch geworben, dass im darauffolgenden Jahr eine Gruppe von Samoanern nach Deutschland geholt werden würde und auch im Zoologischen Garten Hamburg zur Schau gestellt werden wird. Also man sieht, die Zoologischen Gärten haben das wirklich, war ein wichtiger Teil damals ihres alltäglichen Geschäfts. Ja, hier ist eine Postkarte einer Völkerschau von 1900, die auch von den Gebrüder Markert organisiert wurde. Zeige ich Ihnen hier, weil auf der Rückseite ein Stempel ist, Hamas Panoptikum. Also das Beispiel, dass die Samoaner und Samoanerinnen in einem Panoptikum aufgetreten sind. Hier eine Illustration aus 1895. Kriegstanz der Samoaner im Passage Panoptikum zu Berlin. Dann Kolonialausstellungen. Im Zuge von großen Kolonialausstellungen oder anderen Ausstellungen wurden Völkerschau-Manager und Organisatoren, also private Unternehmer, engagiert von den Organisatoren, seien es semistaatliche oder private große Ausstellungen, um dort Völkerschauen zu präsentieren. Warum, kann man sich fragen? Naja, einerseits bei den Kolonialausstellungen wurde oft in Pavillons gezeigt, der Fortschritt, der durch die Kolonialisierung in die Kolonien gebracht wurde. Und oft wurde dann daneben ein unter Anführungszeichen primitives Dorf zur Schau gestellt, um einfach zu zeigen, der Unterschied, also vor der Kolonialisierung und nach der Kolonialisierung. Bei anderen großen Ausstellungen, wie man hier sieht, zum Beispiel bei der Ausstellung für Handwerk und Gewerbe, Kunst und Garten war in Wiesbaden 1909, gab es auch ein Senegalesendorf. Da kann man sich fragen, warum macht ein senegalesisches Dorf mit einer Ausstellung für Handwerk und Gewerbe, Kunst und Gartenbau zu tun? Diese Ausstellungen hatten auch immer einen Vergnügungspark dabei. Und Teil dieses Vergnügungsparks oder Vergnügungsareals waren dann oft auch Völkerschauen. Wie man auch hier sieht, bei der internationalen Hygieneausstellung 1911 in Dresden, gab es ein abessinisches Dorf. Und dann gab es noch andere Aufführungsorte, das waren dann oft einfach unterschiedliche Theater oder ähnliche Etablissements, wie zum Beispiel hier Holstgarten in Braunschweig. Das war ein großer Gastwirt, bei dem mit einer großen Bühne für Konzerte und eben auch für Völkerschauen.
Was wurde gezeigt? Beworben wurden die Völkerschauen als ganz authentische Darbietungen des echten traditionellen Lebens der zur Schau gestellten Ethnie. Hier ein Programm, ein Ausschnitt aus einem Programmheft einer indischen Völkerschau von 1926. Wie man sehen kann, wurde alles Mögliche von Tänzen aufgeführt. Es gab oft Musik dabei. Es gab hier im indischen Fall auch unter Punkt 8 Arbeitselefanten, aber auch Schlangenbeschwörer, Feuerfresser, also Zauberer, Handwerker, Tänzerinnen. Es wurde einfach aus dem Vollen geschöpft. Aber natürlich auch, ob es jetzt authentisch war, ist eine ganz gute Frage, denn diese Völkerschauen wurden inszeniert gezielt für europäisches oder für westliches Publikum. Dementsprechend sollte das Dargebotene den Stereotypen entsprechen, die von den Europäern, also die Europäer gehabt haben oder die westlichen Zuseherinnen gehabt haben von den zur Schau gestellten Ethnien. Das heißt, Authentizität war nicht immer gefragt, vor allem nicht, wenn es den Stereotypen widersprochen hat. So gibt es ein Beispiel von einer Völkerschau von Nuschalk, oder damals genannt Bela Coola, von der Westküste von der Westküste Nordamerikas. Anfang der 1880er Jahre wurde diese Gruppe nach Deutschland gebracht. Alle Wissenschaftler, die diese Gruppe untersucht haben, haben sie hochgepriesen als die authentischste Gruppe je. Ganz was Besonderes, denn solche Native Americans kommen selten nach Europa und sind selten zu sehen. Leider hat das Publikum anders gesehen, denn diese Gruppe von sogenannten Indianern entsprach nicht den damals geltenden Stereotypen von Indianern. Denn die waren geprägt von Lederstrumpf und Kalmei, also eher wurden Plains-Indianer mit dem klassischen Federkopfschmuck erwartet. Die Bela Coola entsprachen diesem Stereotyp aber nicht. Also es war immer eine Gratwanderung zwischen einerseits dem Versuch, die Aufführungen als möglichst wissenschaftlich und authentisch zu halten zu titulieren, andererseits auch ja nicht den Stereotypen der Besucher und Besucherinnen zu widersprechen. Hier noch kurz nur zur Illustrierung auch ein Ausschnitt des Programmheft einer Völkerschau aus Nordamerika von den Sioux oder Lakota. Wie gesagt, es wurde groß inszeniert. Man sieht hier auch einen richtigen Pferderaub. Es wurde nicht nur, eine Bühne für die Auftritte, sondern hier gab es eine richtige Arena, bei der mit Pferden und Postkutschen gearbeitet wurde. Es wurde riesig inszeniert mit großen Tribünen fürs Publikum, damit alle auch sehen können, was passiert. Also es wurde wirklich groß aufgezogen. Ja, einfach so noch ganz kurz Einfluss von Völkerschauen. Wie ich schon vorher angesprochen habe, gab es viel Kontakt von den Völkerschau-Organisatoren mit Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Institutionen. Ein paar der wichtigsten Wissenschaftler der damaligen Zeit haben die Chance genutzt, Völkerschau-Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu untersuchen. Man muss sich vorstellen, damals um die Jahrhundertwende war Reisen teuer, aufwendig und auch mitunter auch sehr gefährlich. Natürlich haben so viele Menschen, also auch Wissenschaftler, die Chance genutzt, haben sich eine Reise gespart und haben einfach auf die nächste Völkerschau gewartet, um ihre Untersuchungen an den Menschen durchzuführen. Auch viele Künstler haben diese Chance genutzt, um sich inspirieren zu lassen. Also im österreichischen Kontext, es gibt ein Gemälde von Gustav Klimt, das leider verschollen ist, wo er einen Teilnehmer einer Ashanti-Völkerschau von 1897 porträtiert hat. Aber auch andere Schriftsteller, Maler, Musiker ließen sich inspirieren. In Bezug auf Ozeanien hat Joachim Ringelnatz, ein deutscher Schriftsteller, immer wieder erzählt, dass er in seiner Schulzeit mal ausgebüxt ist und heimlich zu den Samoanerinnen gegangen ist, um sich dort tätowieren zu lassen.
in Bezug auf noch Wissenschaftler und ihre Kooperation mit Völkerschauen. Hier ein kurzer Ausschnitt von 1896, wo Professor Rudolf Virchow, Leiter der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, schwärmt eben über die Völkerschau von Samoanern, die 1896 gezeigt wird. Und ganz unten sagt er: Ich kann nur wünschen, dass recht viele Europäer dieses Naturwunder sehen und würdigen möchten. Ja, dann kommen wir mal zum Teil über Völkerschauen aus Ozeanien. Die früheste Völkerschau aus Ozeanien, die mir bekannt ist, ist 1889, Cunningham, Samoana. Robert Cunningham war ein amerikanischer Unternehmer, arbeitete für P.T. Barnum, dem Gründer oder einen der wichtigsten Zirkusbesitzer, damals wahrscheinlich weltweit. Er ist berühmt-berüchtigt, leider, denn er hat immer wieder angegeben, in den Programmheften hat er geschildert, wie er die Menschen, die er für Völkerschauen rekrutierte, übervorteilt hat, zum Teil, also wie er sie wirklich auf das Schiff gelockt hat, unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen. Und sie mehr oder weniger entführt hat. So hat er sich selber dargestellt. Wie Sie hier lesen können, gibt es da andere Informationen dazu. Also, er hat damals 9 Personen rekrutiert aus Samoa. Vertraglich wurden ihnen $12,50 pro Monat zugesichert. Sie wurden auf 3 Jahre engagiert. Des Weiteren, neben des monatlichen Honorars, wurde ihnen Verpflegung, Unterkunft, Kleidung und die Rückreise, also die Zahlung der Rückreise in Aussicht gestellt. Zuerst ist die Gruppe in den USA aufgetreten, dann weiter nach Europa gereist und dann wieder zurück in die USA, am Weg zurück nach Samoa. Es gab dann noch weitere Auftritte. Sie sehen hier ein Bild von der sogenannten Prinzessin Silauli. Ja, hier. Das sind die Namen der Teilnehmerinnen. Tragisch muss man hier leider feststellen, ist, dass bis auf die letzten 3, Moa, Foy und Tacita, alle während der großen Tour durch die USA und Europa verstorben sind. Laut Berichten sind sie alle Opfer geworden von Atemwegskrankheiten, wurden wahrscheinlich nicht geimpft gegen die üblichen europäischen Krankheiten. Und so sind sie während ihrer Tour verstorben, zum Teil in Belgien, Deutschland oder auch in den USA. Hier nochmal ein Bild von der sogenannten Prinzessin Silauli. Sie dürfte schon während der ersten paar Monate in den USA verstorben sein. Und obwohl in den Programmheften dann auch für den europäischen Teil der Tour immer wieder geworben wurde, mit einer Samoanerin in allen überlieferten Berichten wird sie dann nicht mehr genannt. Ob sie wirklich verstorben ist oder früher zurückgekehrt ist, lässt sich leider aus der heutigen Quellenlage nicht klären. Dann bei der großen Wellerstellung 1889 in Paris gab es auch ein Dorf aus Neukaledonien, eine Kolonie Frankreichs. Hierzu konnte ich leider nicht viel Informationen finden, außer diesen beiden Illustrationen. Rechts sieht man, wie gesagt, einen Mann und eine Frau der sogenannten Kanaken. Und links unten sieht man eine Darstellung der Hütten des neukaledonischen Dorfes. 1893 bei der großen Wellerstellung in Chicago gab es ein samoanisches Dorf, organisiert von Harry J. Moores, einem amerikanischen Kaufmann, der auf Samoa tätig war. Er hatte vor, 25 Samoaner und Samoanerinnen für die große Wellerstellung zu organisieren. Aufgrund der tragischen Tode der Teilnehmer an Cunninghams Völkerschau wurde ihm dies nicht erlaubt. Er hat dann während seiner Reise zurück durch die Inseln, also durch den Pazifik, hat er auf den unterschiedlichen Inseln dann doch
Samoanern zusammenstellen können für die Wälderstellung. 4 Samoanerinnen konnte er rekrutieren. Hier noch eine Darstellung des samoanischen Hauses auf der Wälderstellung 1893 in Chicago. Des Weiteren hier 5 Männer aus Fiji werden sie beschrieben. Wieder mit hinten mit dem samoanischen Haus. Ich bin kein Experte für die Ethnologie Ozeaniens, dementsprechend bitte können Sie mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, ob dieses Haus samoanisch ist oder vielleicht doch von einer anderen Insel stammt oder auch noch über die Tracht der vorne sitzenden Männer kann ich leider nicht sicher sagen, wo sie her sind. Dann kommen wir zur ersten Völkerschau der Gebrüder Markert. Für 3 Jahre, 1895 bis 1897, tourte diese Gruppe durch viele Städte in Deutschland, aber es gab auch Auftritte in Kopenhagen, Warschau, St. Petersburg und Wien. Die ganzen Informationen zu den Markertschen Völkerschauen habe ich aus einer tollen Publikation, die schon vorher Hermann Mückl angesprochen hat, von Pilke Tode Aurora, der Katalog zur Ausstellung From Samoa with Love im Museum der 5 Kontinente in München. Also kann ich jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema noch mehr befassen möchte. Ja, da sieht man auch wieder anhand der Zahlen, wie unterschiedlich oder wie geworben wurde und was versprochen wurde, was die Realität dann wirklich war. Nämlich angekündigt wurde in den Werbeanzeigen 40 schöne Mädchen vom anderen Ende der Welt. Dem war nicht ganz so, denn tatsächlich waren es maximal 25 Samoanerinnen und 7 Samoaner. Die exakten Zahlen sind schwierig zu finden, da in jedem zeitgenössischen Bericht die Zahlen schwanken zwischen 24, 23, 22, 25 Samoanerinnen. Ja, falls Sie Namen der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen möchten, wie gesagt, die Publikation von Hilke Tode Aurora enthält die ganzen Namen. Ich wollte jetzt nicht hier alle auflisten. Eine kurze Anekdote zur Illustrierung, was alles passieren konnte bei solchen Völkerschauen. Hier sehen Sie ein Bild der sogenannten Prinzessin Fai, also im echten Namen Fai Atanoa. Fai war eine der Samoanerinnen, die zur Schau gestellt wurden und sie galten nach europäischen Verhältnissen als die schönste der Truppe. Wie man hier unten links in diesem kurzen Zeitungsausschnitt sehen kann, wir werden kurz vorlesen. Miss Fai ist eine wahrhaft bezaubernde Erscheinung. Ihr Gesicht hat vollständig europäische Bildung. Es ist von einer seltenen Ebenmäßigkeit. Der feingeschnittene Kopf trägt rabenschwarzes, seidenweiches Haar und tiefdunkle, herrliche Augen geben dem Antlitz den Ausdruck lohenden Temperamentes. Wegen ihrer hervorstehenden, stechenden Schönheit war Miss Fai in Berlin die Prinzessin der Truppe. Ja, sie wurde von den Medien als Prinzessin Fai tituliert oder bezeichnet, weil sie am meisten den europäischen Schönheitsidealen entsprochen hat. Man sieht sie auch links auf dem Foto Fai, rechts eine Thai, eine weitere Samoanerin und rechts sehen sie von Herrn Sichel, einem damaligen Illustrator, auch eine Darstellung von Fai. Problematisch war nur, dass es wirklich eine von den Samoanerinnen, die Teil dieser Gruppe waren, war wirklich verwandt mit dem damaligen Häuptling oder Führer, nicht Führer, Fürsten Samoas. Dementsprechend war die dann beleidigt, dass eine andere, nämlich fälschlicherweise Fai, als Prinzessin tituliert wurde. Gibt es auch Briefverkehr zwischen Samoa und Berlin, wo dann sich die Verwandte
des Fürsten aufregt, dass sie eigentlich die Prinzessin wäre. Oder wenn eine Samoangin als Prinzessin tituliert werden sollte, dann wäre sie das. Aber das war den deutschen Medien ziemlich egal, denn nur die Schönste, unter Anführungszeichen, durfte die als Prinzessin tituliert werden. Dann kommen wir schon 1901 zu einer weiteren Völkerschau der Gebrüder Markert. Da gibt es mehrere Bezeichnungen, unsere neuen Landsleute oder auch Talofa Samoa. Denn ab 1899 bis 1914 war ein Teil Samoas, wurde zur deutschen Kolonie. Und somit haben die Gebrüder Markert diese Chance genutzt, um nochmal eine Gruppe von Samoaner und Samoanerinnen nach Deutschland zu bringen. Diesmal waren es angeblich, wiederum schwanken hier die exakten Zahlen, 19 Samoanerinnen und ca. 10 Samoaner. Sie tourten durch Deutschland, aber auch durch Zürich, Budapest und die Schweiz. Hier zwei weitere Darstellungen von auch tituliert unsere Landsleute auf Samoa. Was da spannend ist, dass während dieser Tour 1901 hat das Kolonialamt schon darüber nachgedacht, zu verbieten, dass Menschen aus deutschen Kolonien zum Zwecke von der Zuschaustellung bei Völkerschauen aus deutschen Kolonien zu verbieten. Wurde dann auch 1901 so beschlossen. Warum genau das beschlossen wurde oder angedacht war, ist heute nicht überliefert. Es gibt unterschiedliche Mutmaßungen. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Kolonialbehörden damals nicht wollten, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem schlechten oder zu schlechten oder andererseits einem zu guten Bild Deutschlands zurück in die Heimat zurückkehren würden. Andere Theorien gehen davon aus, dass man nicht wollte, dass es zu einer zu vielen Techtelmechteln zwischen Deutschen und den zur Schau gestellten Menschen kommen sollte. Aber wie gesagt, ganz genau weiß man es heute nicht. Dann 1907 gab es wieder eine Weltausstellung in Paris mit Darstellungen und Dörfern und Menschen aus allen französischen Kolonien, somit natürlich auch aus Neukaledonien. Hier rechts im Bild sieht man den sogenannten Häuptling des Dorfes, obwohl das Dorf nur aus zwei Hütten bestanden hat und laut meinen Quellen nur die gesamte Völkerschau der Neukaledonien aus 4 Personen bestanden hat, nämlich hier im Bild der Chef der Gruppe und 3 Frauen, wahrscheinlich seine Frau und 2 Töchter. Aber leider war es mir nicht möglich, hier noch nähere Informationen zu finden. Aber ich hoffe, dass ich in Zukunft mehr über diese Gruppe herausfinden kann. Ja, 1910 haben die Gebrüder Markert ihre letzte Völkerschau aus Samoa organisiert. Sie bekamen damals eine Sondergenehmigung, Menschen aus einer deutschen Kolonie zu rekrutieren für eine Völkerschau und sind dann mit dieser Gruppe durch Deutschland getourt. Es waren 26 Personen, die teilgenommen haben. Hier links oben im Bild sieht man den Nachbau eines natürlichen Wasserfalls auf einer samoanischen Insel, der berühmt ist. Hier wurde es nachgebaut in einem Tiergarten auf dem Ausstellungsareal der Völkerschau. Und die Männer und die Frauen sind dann da heruntergerutscht. Wie man sieht auf dem Bild, die Frauen auch barbusig. Da natürlich in diesen Zeiten die Menschen in Europa noch eher sehr hochgeschlossen eine Kleidung getragen haben und eher ein sehr konservatives Auftreten gewohnt waren, hat natürlich die nackte Haut
der der Teilnehmerinnen oder von Völkerschauen durchaus ein großes Publikum angezogen. Rechts unten sieht man dann Samoanerinnen dieser Völkerschau am Zaun des Areals, in dem sie ihre, ihre Schaustellung gemacht haben. Im Hintergrund sieht man Besucherinnen und Besucher, die zusehen. Ja, 1931 die nächste große Kolonialausstellung in Paris. Eine riesige, also die bis dato größte Kolonialausstellung der Welt. Es wurde zum Beispiel der Tempel von Angkor Wat fast in Originalgröße nachgebaut, aber auch andere große Dörfer aus den Kolonien, wie man hier sieht, zum Beispiel ein große Hütten oder quasi ein Dorf aus Makedonien nachgebaut. Da ist die Geschichte sehr interessant, denn die Neukaledonier, die rekrutiert wurden, um nach Paris zu kommen, ihnen wurde versprochen, dass sie Neukaledonien bei der Weltausstellung repräsentieren können. Dementsprechend haben sie sich schöne Kleider gekauft, westliche Kleidung gekauft. Die meisten von ihnen, also Neukaledonien war damals schon sehr westlich. Die Kolonialisierung war schon sehr fortgeschritten. Die Menschen, die dann rekrutiert wurden, waren zum Teil Postbeamte oder Lehrerinnen und Lehrer, kamen dann an in Frankreich am Boot und trugen Anzüge, und die Damen trugen Kleider und Seidenhandschuhe, dachten, sie würden Neukaledonien vertreten und zeigen quasi den Fortschritt in Neukaledonien. Ja, nach ihrer Ankunft mussten sie dann ihre westliche Kleidung ablegen. Es wurden Baströckchen für sie angefertigt, und sie mussten quasi wieder wie die Wilden auftreten. Also ein Bild zeigen von den Neukaledonien, das es gar nicht mehr gegeben hat. Links oben sehen Sie hier ein Bild einer Gruppe von Neukaledonier vor ihrer Abreise nach Paris. Unten rechts sieht man ein Pressefoto von 5 Neukaledoniern, die da zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Flugzeug geflogen sind. Nach diesen Auftritten wurde die Gruppe aufgeteilt. Ein Teil tourte dann durch Frankreich, wie unten rechts in dem Bild in Marseille. Sie sehen hier nichts, also keine Spur von westlicher Kleidung, sondern Baströckchen, Gesichtsbemalung und Waffen. Also wurden dargestellt wie mindestens 100 Jahre zuvor. Links oben eine Werbemarke des Jardin d'Acclimatation in Paris. Und da wurde geworben mit 1000 Krokodilen und anderen Attraktionen und die Kanaken, also die Gruppe von Neukaledoniern, die dort zur Schau gestellt wurden. Ein Teil der Gruppe wurde dann von einem deutschen Unternehmer, Herrn Siebold, rekrutiert und tourte dann auch durch Deutschland. Wie man hier sieht, wurden sie tituliert als die Kannibalen von den Südseeinseln oder die letzten Kannibalen der Südsee. Natürlich, ich wiederhole mich, waren dies größtenteils, also waren das natürlich Menschen, die schon die Postbeamte waren oder Lehrerinnen und ganz und anderen normalen westlichen Jobs auf Neukaledonien nachgekommen sind und mussten dann sich so zeigen lassen. Eine nette Anekdote, oder auch die auch zeigt, wie inszeniert das Ganze war. In der Presse wurde groß angekündigt, dass die Neukaledonier einen Einbaum schnitzen würden und den dann zu Wasser lassen würden. Gesagt, getan, über einen Zeitraum von mehreren Wochen wurde dieser Einbaum im Zoologischen Garten gefertigt, dann groß angekündigt in den Medien. Besucher wurden eingeladen, beizuwohnen, dem Wasserlassen dieses Einbaums.
doch leider wurde dann ging das der Einbaum unter, sobald er im Wasser war. Also es zeigt, dass sie eine Tätigkeit nachmachen sollten oder nachgemacht haben, von der sie anscheinend oder wahrscheinlich keine Ahnung hatten, mehr hatten, aber für die Erfüllung ihres Vertrags war, mussten sie das tun. Ja, hier noch zwei Bilder, wo man sieht, wie das inszeniert wurde. Unten links ein Privatfoto aus dem Frankfurter Zoo, wo hinter einer wunderschönen Kulisse des Tiergartens vor einem See mit einer falschen Ruine im Hintergrund, aber davor eine große Tribüne mit einer Bühne, wo die Neukaledonier aufgetreten sind. Und hier nicht im Bild rechts von der Bühne war eine große Zielscheibe, wo die Neukaledonier dann Speere geworfen, Ziel geworfen haben. Rechts oben im Bild ein Privatfoto aus Hagenbecks Tiergarten. Da wurde ein ganzes Dorf aufgebaut mit großen Hütten, wo die Besucher und Besucherinnen wirklich durchflanieren konnten und auch natürlich mit den Neukaledoniern, die französische Sprache natürlich gut beherrschten, auch natürlich kommunizieren konnten. Es gibt auch Darstellungen, wo die sogenannten Menschenfresser oder die letzten Kannibalen der Südsee dann ganz, ganz intim oder ganz, ganz amikal mit Besuchern und Besucherinnen auf einer Parkbank sitzen und plauschen. Also das ist dieses konstruierte Bild der Südsee, der Kannibalen aus der Südsee, wurde dann nicht erfüllt. Dieses Klischee, mit dem wurde zwar geworben, aber es hat dann natürlich nicht standhalten können. Sobald die Besucherinnen mit den Zuschaugestellten gesprochen haben, war es ganz klar, dass es sich hier nicht um Wilde gehandelt hat, sondern schon um ja, ganz normale Menschen aus Neukaledonien, die Französisch sprechen konnten und mit denen man sich unterhalten konnte und von denen man vor allem keine Angst haben musste. Ende der Völkerschauen. Im engeren Sinne wird das Ende der Völkerschauen mit der Weltausstellung 1958 in Brüssel genannt. Warum? Erstens mal, es ist erstaunlich für viele Menschen, dass so spät noch Völkerschauen stattgefunden haben. In Deutschland, einer der letzten offiziellen 1952 im Berliner Zoo, hat die Direktion nochmal versucht, Völkerschauen zu reaktivieren nach dem Zweiten Weltkrieg und hat eine Gruppe von Sami aus Nordeuropa, aus Skandinavien, gebracht und zur Schau gestellt, aber das Interesse des Publikums oder der Zuseherinnen war nicht sehr groß. Und dann später, eben 1958, bei der großen Weltausstellung in Brüssel, gab es einen großen Pavillon, einen Kongo-Pavillon, wo der Fortschritt der Kolonialisierung in Belgisch-Kongo gezeigt wurde. Große Fotos und Dioramen von Schulen, von Landwirtschaft, von der Verbesserung der Lebensumstände im Kongo, auch für die indigene Bevölkerung, wurde gezeigt. Daneben wurde wie so oft ein unter Anführungszeichen primitives oder ursprüngliches Dorf aus dem Kongo gezeigt. Auch dieses kongolesische Dorf 1958 ist sehr berühmt, denn nach 2 oder 3 Monaten, obwohl die Weltausstellung ein Jahr gedauert hat, wurde diese Völkerschau beendet, da sich die Kongolesen und Kongolesinnen, die schon in Brüssel gelebt haben oder gearbeitet haben, sich darüber aufgeregt haben und zu ihren Landsleuten, die zur Schau gestellt wurden, gegangen sind und sie darum gebeten haben, dies zu unterlassen, dass sie seit Jahren schon in Belgien leben und gegen dieses Stereotyp ankämpfen. Ich bin jetzt erst vor kurzem draufgekommen, dass es dann auch noch später in 1959 am Münchner Oktoberfest, wo das eine lange Tradition von Völkerschauen hatte, dass im Jahr 1959 nochmal
eine hawaiianische Völkerschau gezeigt wurde. Dazu habe ich aber leider nicht genug Informationen sammeln können. Aber noch 1958 gab es auch auf der Wälderschlinge in Brüssel auch ein hawaiianisches Dorf, von dem meines Wissens auch nicht viel Bildmaterial über ist, leider. Zur Conclusio, es wurden Völkerschauen haben stattgefunden in einem kolonialen und rassistischen Kontext. Sie wurden von privaten Unternehmern organisiert, oft dann in Kooperation mit großen Institutionen wie Tiergärten oder auch großen Ausstellungen wie Kolonialausstellungen gezeigt. Sind dann mit diesen Gruppen, die Gruppen sind dann durch Europa getourt oder durch westliche Länder getourt. Zum Teil in kleineren Lokalen, wo dann nur auf der Bühne aufgetreten wurde. Zum Teil wurden dann ganz große Dörfer und fast richtige Städte inszeniert, in dem unterschiedliche Teile des alltäglichen oder vermeintlich alltäglichen Lebens zu sehen waren für die Besucher und Besucherinnen. Daneben gab es auch immer eine Bühne für Aufführungen, wie im konkreten Fall der Samoaner und Samoanerinnen, wurden Tänze gezeigt, die Herstellung von Kawa, aber genauso auch fingierte Kämpfe, Faustkämpfe und Kriegstänze. In den meisten Fällen hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Verträge unterschrieben, wurden bezahlt für ihre Tätigkeit. Natürlich ist das immer passiert in einem kolonialen Kontext. Das heißt, selbst wenn die Völkerschau-Teilnehmer und Teilnehmerinnen gut bezahlt wurden, haben dann doch die europäischen oder die westlichen Organisatoren und Manager das meiste Geld damit verdient. Gezeigt wurde ein vermeintlich authentisches Bild aus europäischer Kulturen. Und somit wurde aber darauf geachtet, immer anhand der vorherrschenden Stereotypen und Vorurteilen gegenüber also der westlichen Bevölkerung und der Besucher, Besucherinnen inszeniert. Dementsprechend wurde nicht das echte Leben gezeigt. Ich wurde dann oft auch gefragt, ob es heutzutage noch so etwas wie Völkerschauen gibt. Diese Frage ist, da kann man darüber diskutieren. Genau so etwas gibt es nicht, aber es gibt in vielen Ländern oder Regionen, wo Touristen hinfahren, wie zum Beispiel in Myanmar, in die Hill Tribes, gibt es Dörfer, die sich selber inszenieren für die Touristen und für die Touristinnen. Genauso auch zum Beispiel die Mursi mit den Lippentellern in Südäthiopien. Das ist eine Form auch der Zuschaustellung. Aber da können wir gerne auch nachher dann in der Diskussion oder in dem Q&A noch weiter darüber sprechen. Hier noch zwei oder drei Publikationen zum Thema. Über Cunningham Samoana kann ich das Buch Professional Savages, Captive Lives in Western Spectacle empfehlen. Es handelt größtenteils von Cunninghams Völkerschau von Australien, von Aborigines. Interessante Informationen auch zu der Völkerschau von den Samoanern. Zum Thema der Makatschen Völkerschauen, wie schon vorher angesprochen, From Small With Love von Hilke Tode Aurora. Und Völkerschauen allgemein, Menschen, Zoos, Schaufenster der Unmenschlichkeit. Ein Sammelband über viele, viele, viele Seiten zu verschiedenen Aspekten von Völkerschauen. Ja, hiermit möchte ich mich bedanken nochmal für die Einladung und für Ihre Aufmerksamkeit. Völkerschauen sind ein sehr großes Thema. Ich habe jetzt nicht Bezug nehmen können auf alles. Ich hoffe, ich habe zumindest Ihnen ein Bild vermitteln können, was Völkerschauen im groberen Kontext waren, welchen Einfluss sie ein bisschen hatten auf die Wissenschaft und auf Kunst. Abschließend, was ich noch sagen möchte, das habe ich fast vergessen, Völkerschauen sind ein Massenphänomen.
Und da anhand von Stereotypen inszeniert wurde, haben Völkerschauen auch dazu beigetragen, Stereotypen und auch Rassismen zu manifestieren in der Bevölkerung. Ja, somit möchte ich mich hiermit möchte ich mich bedanken bei Ihnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf hoffentlich viele Fragen. Dankeschön.